Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und ja, auch wenn ich jetzt als Parallelprojekt die Volksfräse angefangen habe, mache ich natürlich weiterhin Modellbau, keine Frage. Das läuft nebenzu, also nicht der Modellbau, sondern die Fräse. Und ja, auch hier geht es fleißig weiter. Der Huina-Bagger-Umbau ist soweit fertig. Hier fehlen noch ein paar Aufkleber, das zeige ich euch gleich alles. Und ihr seht, hier hinten steht der Manitou. Da bin ich momentan dabei, die ganze Elektrik einzulöten. Er hat schon Rundumlicht bekommen, Fahrerfigur. Die Fahrräder sind zum großen Teil schon drin. Es ist etwas eng, muss man sich arrangieren, aber ja, es geht relativ gut, muss ich sagen. Auch da wird es bald weitergehen. Genau. Wir bleiben aber hier beim Huina, aber bevor ich es vergesse, möchte ich mich bei euch allen bedanken. Ich bin Stand jetzt oder beziehungsweise vor ein paar Minuten bei 3020 Abonnenten. Und ich weiß, bei YouTube ist das nichts, aber ich freue mich über jeden einzelnen von euch, der den Kanal abonniert hat. Ich habe mich bei 1000 gefreut, bei 2000 und jetzt bei über 3000 Abonnenten. Finde ich richtig super, freut mich wahnsinnig. Und ich freue mich auch über die vielen Daumen nach oben. Absolut spitze. Macht mir richtig Spaß. Und wenn es mir richtig Spaß macht, dann mache ich mehr Videos. Dann machen wir mehr Umbauten gemeinsam. Und ihr seht, ich freue mich wirklich. Ich freue mich über jeden einzelnen von denen. Und ich freue mich auch über den 3021. und 3022. Und über die nächsten, die noch folgen. Freut mich. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, jetzt drücken, abonnieren. Freue ich mich noch umso mehr. Und mit einem Daumen nach oben freut es mich dann natürlich, wenn ihr das Modell bzw. das einzelne Video richtig feiert, so wie ich. Jetzt aber genug geschwafelt. Der Huina-Umbau. Wie gesagt, ist soweit fertig. Er war schon länger fertig. Ich habe nur noch auf den Schnellwechsler gewartet. Der ist von Wühlbox und der hing jetzt tatsächlich seit... was haben wir jetzt heute, 17? Also jetzt seit 3 Wochen beim Zoll. Ist ein mechanisches Teil, keine Ahnung warum. Ja, also hing auf jeden Fall da irgendwie fest und jetzt ist er endlich gekommen. Jetzt habe ich ihn angebaut. Ich habe noch nie einen Schnellwechsler dran gehabt, denn ich wechsle eigentlich auf der Baustelle jetzt nicht permanent die Löffel und wenn, Schraube auf, Löffel weg und schnell wechseln. Hat mich jetzt noch nie gestört, aber hier gehört einer hin, deswegen genau. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie er jetzt fertig dasteht. Batteriefach ist hier geblieben, allerdings hohl. Das heißt, wenn man hier aufmacht, sieht man bis zu den Kabeln. Ist einfach damit geschuldet, dass das Plastik hier unnötig weit runter geht und hier wahnsinnig viele Kabel natürlich drin verlegt sind. Und die bauen einfach auf. So geht das Ganze geschmeidig zu, ohne dass ich die Kabel da extrem reinquetschen muss. Stört aber auch nicht, weil der Akku liegt oben auf. Ich habe da eine Platte rein. Alles kein Thema. Hier ist ein Adapter drin, das heißt, wir können ganz normal mit diesen blauen Akkus fahren, die hier dabei sind, mit diesem gelben Stecker. Und man kann zwei S-Lipo-Akkus anschließen mit dem roten Stecker. Hier ist eine Weiche drin, geht also beides. Man hat hier also die freie Auswahl. Von der Größe passen ja beide sowieso super rein. Ein Ausschalter ist auch gleich geblieben. Und bevor ich anmache, müssen wir natürlich die Fernbedienung einmal einschalten. Gucken, quengelt die kurz. Nö, geht. Und dann machen wir hier hinten ganz normal an. Jetzt haben wir Rundumlicht und das ist schaltbar hier. Ich muss gerade gucken, ich glaube der hier ist es. Kann ich hier die Modi, seht ihr das? Ja, hier ist es. Also wunderbar, Popel einfach, wird einfach angeschlossen. Licht ist nicht schaltbar, das haben wir so vereinbart, das ist an, wenn das Modell an ist. Somit sieht man natürlich auch auf der Baustelle, beziehungsweise ich sage jetzt mal in der Mittagspause, oh, das Modell ist noch an. Habe ich bei fast allen meinen Modellen so, dass irgendwas leuchtet, solange das Modell an ist, dass ich nicht ausschalten kann oder nicht oder mit einem separaten Schalter nur machen könnte, damit ich einfach nicht vergesse, dass da noch was läuft. Gerade wenn Lipo-Akkus drin sind und die Dinger noch an sind und irgendwo auch Saft ziehen, wäre unter Umständen blöd, wenn ich dann gerade nicht da bin. Steinschlaggitter ist dran. Wir haben ihn rundherum einmal in Rot lackiert. Ich finde die Farbe toll. Ja, ist... Feuerrot von Wirth ist es, der Lack. Hier vorne haben wir Anthrazit. Und ansonsten ist alles in tiefschwarz gehalten. So. Sieht super aus, ist mal was Neues. Endabschalter hatte ich euch schon gezeigt. Die über die Hallsensoren hier, die geschalteten, funktionieren natürlich erst rein.
Heißt, wir haben einmal von der Schaufel hier, der schaltet ganz normal ab. Das Gute ist hier, ich glaube, der Akku ist auch leer, ist mein Testakku, ihr seht mich. Es spielt hier auch keine Rolle, dass ich jetzt hier was dran gebaut habe, denn wir haben hier keinen Taster oder irgendwas, sondern der läuft ja über den Hallsensor, der hier auf die Magneten reagiert. Was haben wir noch? Wir haben drehen, links, rechts. Ganz normal. Nichts Besonderes. Wir haben natürlich den Stiel. Der auch hier über die Magneten schaltet. Auch nichts. Nichts Besonderes. Und jetzt kommen wir zu den Endabschaltern hier unten. Und die zeige ich euch jetzt einmal aus der Nähe. Denn hier haben wir ja etwas getrickst, da der Sensor, der drin ist, genau andersrum funktioniert wie die anderen zwei und dann nicht mehr mit den Modulen steuerbar ist. Das Endlang-On ist auch hier beim Arm verbaut, allerdings eben mit normalen Tastern. Das heißt, das ist was, das kann jeder von euch machen. Das heißt, Taster dran, unten oben das Modul rein und ihr habt Endabschalter drin. Und ich zeige euch das jetzt mal hier aus der Nähe, wenn der Fokus funktioniert. Hier ist einmal der erste und den musste ich stehend einbauen, denn ansonsten wurde er nicht richtig gedrückt. Und hier ist eine Schraube einfach drin, die genau hier dann drauf drückt. Vorne ist auch ein Endschalter drin, der sitzt hier unten. Na, kriegen wir hier Licht und Fokus irgendwie hin. Hier vorne sitzt der drin und schaltet, wenn der Arm nach unten geht. Funktioniert also auch einwandfrei. Hier vorne durch die Schraube ist auch ein bisschen geschützter, weil die Kabel auf der Seite gehalten werden. Haben wir also kein Problem. Heißt, wenn ich nach oben gehe, schaltet ab. Und nach unten drücken wir, schaltet auch ab. Alles gut. Genauso wie es ja sein sollte. Was haben wir noch? Ich habe ursprünglich war geplant, hier mit diesen seitlichen Joysticks zu fahren. Da ist links einer, rechts einer. Kette links, Kette rechts. Funktioniert auch. Ja, macht aber irgendwie keinen Spaß. Deswegen habe ich mich hier auch dazu entschlossen, einen Mini-Joystick oben einzubauen. Das heißt, wir können jetzt hier mit dem Joystick super feinfühlig fahren. Und von dem her, da muss ich sagen, das macht richtig Laune. Und das Wert wird war zu feinfühlig. So, das heißt, ich kann in einer Richtung nach vorne fahren, nach hinten fahren, und wenn ich nach links oder rechts drücke, dann drehen die Ketten gegenläufig, und wenn ich schräg nach vorne links oder rechts bzw. schräg drücke, dann läuft nicht gegenläufig, sondern läuft nur eine Kette. Ja, ist also auch möglich. Ich kann also sagen, ich müsste sie jetzt so gerade stellen und nicht auf dem Punkt drehen, sondern wirklich eine Kurve fahren, ist das hier alles wunderbar möglich. Habe ich, glaube ich, bei meinem auch schon vorgestellt. Wie gesagt, den habe ich noch mit eingebaut und das funktioniert auch ganz wunderbar. Ja gut, wir haben hier noch einen Schalter vergeben für den Zusatzanschluss. Den kann man natürlich auch umlegen. Der ist jetzt momentan hier auf dem Schalthebel, damit ich in beide Richtungen schalten kann. Man könnte den natürlich über die Fernbedienung auch einfach umlegen und sagen, nein, ich möchte es nicht auf dem Schalter, ich möchte es hier auf einem Drehpotti zum Beispiel haben, wo ich eine Geschwindigkeit einstellen kann, die dann dauerhaft betrieben wird. Haben wir eher seltener, ich weiß jetzt nicht. Hier kann ich halt einschalten, Dauer an, wie jetzt bei dem Meißel, oder eben auch wenn ich einen Grabenräumlöffel habe, den ich schwenken will oder sowas, das funktioniert alles wunderbar. Da will ich ja eigentlich keinen Potti oder keinen Drehknopf drin haben, weil wenn ich da die Mitte nicht treffe, dann läuft der ewig nach. Hier habe ich einen Rastpunkt in der Mitte, alles kein Problem. Ja, soweit, so gut. Wie gesagt, ich finde ihn super, hat mal wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich freue mich wahnsinnig, dass das mit diesen Sensoren geklappt hat. Oder beziehungsweise mit diesen Hallsensoren, also sprich den verbauten Endabschaltern des V4. Und ja, hier passiert nicht mehr viel. Hier kommen noch ein paar Aufkleber drauf. Und dann geht er schon auf die Baustelle. Das war's. Ich hoffe, der ganze Umbau hat euch gut gefallen. Wenn hier Fragen sind, schreibt mich einfach an. Am besten aber über meine Webseite, da ist ein Kontaktformular. Ich sag's nochmal, steht zwar überall. www.rc-bruderbaustelle.de. Da habe ich einmal den Shop, wo ich diverse Bausätze natürlich anbiete. Und da ist auch das Kontaktformular, da könnt ihr mir schreiben. Über YouTube unten ist immer ein bisschen schwierig. Ich lese zwar die Kommentare auch, aber da zu antworten oder mal vielleicht irgendwas zu schicken, ist hier nicht ganz so möglich. Deswegen, ich freue mich über jeden Kommentar, gar keine Frage. Wenn es was Ausführlicheres ist, gerne mir über das Kontaktformular schreiben. Genau,
Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, ob das jetzt die Fräse ist, ob das weiter mit dem Manitou geht oder ob wir was ganz anderes machen. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, abonniert meinen Kanal und wenn ihr auf die Glocke drückt, dann kriegt ihr auch Bescheid, wenn das nächste Video online geht. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr wieder mit dabei seid. Also, bis dann!